Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über Besturm der Liebe Montag, 11. Mai 2020. Franzi hat heimlich ein Gespräch zwischen Tim und Paul mit Han gehört. Entsetzt erkennt sie, dass Tim ihr nicht vertraut und an der Wahrheit ihrer Worte zweifelt. Als Tim daraufhin ihr gegenüber so tut, als wäre nichts, konfrontiert Franzi ihn. Wann wollte er ihr die Wahrheit sagen? Eva kommt gerade rechtzeitig ins Büro, um eine Prügelei zwischen Christoph und Robert zu verhindern. Christoph gibt vor Ariane zu, Steuern hinterzogen zu haben. Sie versichert ihm, stets zu ihm zu halten. Währenddessen bekommt Eva mit, wie Robert und Werner planen, Christoph aus dem Fürstenhof zu drängen. Entsetzt befürchtet sie, dass die beiden Christoph beim Finanzamt angeschwärzt haben. Eva und Robert bemühen sich um Normalität, doch die gedrückte Stimmung ist allgegenwärtig. Natascha tritt, ohne sich vorher mit Robert und Eva abzusprechen, als Taufpatin für Emilio zurück, damit Tim wie geplant zusammen mit Franzi der Pate des Kindes werden kann. Doch für Robert kommt Tim als Taufpate nicht mehr in Frage. Vanessa und Paul werden von Bela für das Imagevideo für den Businesslauf eingespannt. Als Lucy die beiden zusammen sieht, versetzt es ihr einen Stich. Sie schämt sich für ihre Eifersucht und bemüht sich wieder besonders lieb um Bela. Natascha warnt Vanessa davor, es nicht so weit kommen zu lassen, dass die Sonnbichlers ihren strengen Haushaltsplan wieder einführen. Als Vanessa die Küche der Sonnbichlers unaufgeräumt zurücklässt, überlegen Hildegard und Alfons, den einstigen Haushaltsplan wieder ins Leben zu rufen. Natascha warnt Vanessa, es nicht so weit kommen zu lassen, sie selbst hat die Regeln schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wird Vanessa auf Nataschas Rat hören? Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Sturm der Liebe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht,